Nach diesem imposanten Intro begrüße ich euch recht herzlich. Also, wie man schon sieht, ich spiele heute Dungeon Keeper 2. Ja, ich bin sowohl froh als auch ein bisschen nervös, weil, ja, wie man sehen kann, ich spiele das Spiel in einem 4:3 Verhältnis, weil ich die Version von Good Old Games spiele und, naja, die leider nur 4:3 Verhältnis zulässt. Ich habe zwar ziemlich viel rumexperimentiert und es dann auch mal geschafft, ein Breitscreen hinzukriegen, aber dann hat die X-Tory gestreikt, also leider geht's nur so mit einer Auflösung von 1024x768. Aber ich hoffe, dass es trotzdem jetzt funktioniert. Ja, zum Spiel selber kurz mal eine Erklärung. Das Spiel ist genau das Gegenteil von jedem typischen Rollenspiel, also in diesem Fall spielen wir den Bösen und wir bauen den Kerker und verhauen die Helden. Ja, das Spiel ist wirklich lustig aufgebaut, es hat viele Satiren und Verarschungen drin, wenn man es so sieht, um die armen Helden ordentlich zu vermöbeln. Und wie man im Intro gesehen hat, der Hornteufel der Rote, den im Spiel Horny genannt wird, jetzt mal hier um zur Story zu kommen, sein Ziel ist es, diese kleinen Edelsteine zu sammeln, um die Tür zur Oberwelt zu öffnen. Hat man ja gesehen, als dieser Heckenmagier den Stein rausgenommen hat, ist die Tür zugegangen. Ich werde bei dieser Aufnahme heute mal etwas anders machen, und zwar werde ich nicht immer 15-Minuten Folgen aufnehmen und dabei Cuts ansagen, sondern ich werde jetzt mal am Stück die ersten beiden Missionen aufnehmen und sie dann zusammenschneiden, also wundert euch nicht, wenn ich keine Cuts ankündige. Okay, also dann wollen wir mal mit der ersten Mission beginnen. Wir starten eine neue Singleplayer-Kampagne und kommen hier auf die schöne Weltkarte. Also man kann sehen, im Augenblick kann ich nur das erste Gebiet auswählen. Es gibt aber noch ein paar, das heißt ein paar, es gibt schon ziemlich viele andere Gebiete, zu denen wir nach und nach kommen. Bis wir dann da hinten wahrscheinlich bei dem großen Berg angekommen sind. Also starten wir die erste Mission. Smilesville. Welcome, Keeper. Before you lies a happy and carefree realm.
The local champion, Lord Antonius, holds the first portal gem you require. Learn how to construct a dungeon, and build up your forces so that you can crush Lord Antonius and wipe the smile from his face. Ja, also ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Text wortwörtlich versuchen zu übersetzen, sondern ich werde es in meinen eigenen Worten wiedergeben. Also die erste Mission, der Kriegsschrei in Smilesville, also in der Lächelstadt. Das können wir natürlich als böser Keeper nicht dulden, als dass die so lächeln. Und zwar sollen wir Lord Antonius, diesen hier, töten und uns den ersten Portalstein holen. Als Nebenaufgaben sollen wir ein Lehrbild bauen, also eigentlich ein Schlafsaal auf Deutsch und eine Hühnerfarm. Das hier ist jetzt sozusagen so eine Tutorial-Mission. Also fangen wir mal an. Behold your dungeon heart. Protect it well, for if it is destroyed, you will be banished forever from this land. Here walks the goodly Lord Antonius. 'Tis he who holds the precious portal gem, but only when you've mustered strength sufficient should you challenge him and claim your prize. Lair. Hatchery. Ja, ich zoome noch mal ein Stück raus, so dass es übersichtlicher ist. Also erstmal das erste. There's money to be made. Click on the flashing seam of gold. Your imps will dig out the area you designate. Ja, danke, jetzt darf ich sprechen. Okay, also erst einmal das erste, was er gesagt hat, ist das Dungeon-Herz hier in der Mitte, unser Hauptgebäude vom Dungeon sozusagen. Wenn es zerstört wird, haben wir verloren. Als zweites hat er uns kurz den Ritter dieses Gebiets gezeigt, den wir töten müssen, der den Portalstein hat. Aber jetzt beginnt das Tutorial, und zwar sollen wir als erstes Gold freigraben. Wird uns auch hier schön mit einem Blinklicht angezeigt und mit unserer Hand des Bösen hier. Ja, wir haben die Hand des Bösen. Können wir dann halt servant imps will carry back your gold to dungeon heart. Once here it can be spent. The golden scale atop the screen keeps track of your reserves. A start indeed, but more gold is required. 12,000 units should be mined. Ja, also wenn er mich nicht weiter unterbricht. Erst einmal haben hier unsere Imps jetzt das Gold ausgegraben und es zu unserem Dungeon-Herz gebracht. Das Dungeon-Herz fungiert als kleine Schatzkammer. Es kann nicht viel Gold aufnehmen, aber für den Anfang reicht es erst einmal. Ja, also was ich noch sagen wollte, wir haben hier die Hand des Bösen, die wir kontrollieren. Und mit der können wir auch viel interagieren. Wir können also zum Beispiel uns bei den Imps schnappen. To drop him, right-click anywhere on your land. Wir können uns dann auch noch Gold schnappen. Jetzt haben wir Gold in der Hand. Das können wir dann mit Rechtsklick fallen lassen. Und dann können wir die Kreatur fallen lassen. So können wir unsere Leute halt schneller irgendwo hinbringen. Oder wir verhauen sie. A slap. To administer another, right-click on any of your creatures. Then watch. They'll toil a little faster. Ja, genau. Also suffer modest injury. Ja, genau, also mit einem Schlag mit der Hand verletzen wir zwar the flashing area to guide your imps to mine the gold. Ja, ist schon gut, dann gebe ich mal meiner Befehl in Auftrag, so dass der mir Ruhe gibt. So. Also, wie gesagt, mit einem Schlag verletze ich sie zwar, aber ich bringe sie auch dazu, kurzzeitig schneller zu arbeiten. Red flowers float above your imps. These give measure to their health. Their skill acquired and reflect the simple thoughts within. Ja, genau. Jetzt hat er uns gerade über diese Symbole aufgeklärt. Also zum einen zeigen diese Kreise hier an, welche Stufe unsere Kreaturen haben. Excellent work, Keeper. You are ready to recruit more creatures to your cause. See? A portal near your dungeon heart, to where your imps must dig.
They'll claim this portal to be yours. You'll see what beasts emerge. Ja, also bevor ich jetzt hier das Portal freigrabe, erst einmal noch zurück zu diesen Symbolen. Also erst einmal, die Zahl zeigt an, welche Stufe der... Your dungeon heart is full of gold. No more than 16,000 can it hold. Ja, okay, mich nervt das Tutorial jetzt gerade schon ein bisschen, weil ich hier was erklären will und er mir immer dazwischen pappelt. Also, die Zahl zeigt die Stufe meiner Kreatur an. Also in dem Fall sind... hat hier jetzt gerade der Impfstufe 2 erreicht. Er ist also schneller und besser. Der Kreis um die Zahl herum zeigt an, wie viel Erfahrung er schon hat. Und diese kleinen Knubbel außenrum sind seine Lebensenergie. Also wenn die auf 0 sinkt, stirbt er. Beziehungsweise ist er K.O. und liegt im Sterben. Normalerweise können Kreaturen von Imps dann noch gerettet werden, indem sie in einen Schlafraum gezogen werden. Aber jetzt müssen wir uns erst einmal zu dem Portal hier hingraben, weil aus dem Portal kriegen wir neue Kreaturen. Also machen wir das auch mal. So, Grabbefehl mit der bösen Hand gegeben. Und los geht's. Wie man sehen kann, stampfen unsere Imps auf dem Boden und machen so damit dieses Gebiet zu unserem. Also alles nur ein... Behold your portal. The gate through which new creatures enter your domain. Drawn forth to use the rooms which you provide. Look well. A goblin has entered your domain. On his own, he is a cowardly beast, but in a horde becomes a useful fighting force. Ja, unser erster Goblin, unser erster Kämpfer hat den Dungeon Your goblins betreten. Need a lair where they shall sleep. Tag the flashing area to guide your imps to dig sufficient space. Ja, ja. Also, wie er gerade gesagt hat, die Goblins sind eigentlich schwache Kreaturen, aber je mehr wir davon haben, umso besser. Also in der Horde sind sie effizient. Im Allgemeinen stellen aber Goblins halt unser Kanonenfutter dar. Jetzt sollen wir hier das Gebiet ausgraben, um endlich mal ein Schlafgemach zu bauen, weil die einzigen, die nicht schlafen brauchen, sind unsere Imps. Alles andere, also Goblins zum Beispiel, die brauchen Schlaf. Zum einen, um sich zu heilen, zum anderen steht das auch halt ein nötiges Bedürfnis da, sonst hauen sie über das Portal wieder ab. So, jetzt haben zwar unsere Imps, unsere Imps das Gebiet hier ausgegraben, aber gehören tut es uns erst, sobald sie lang genug auf dem Boden rumgesprungen sind und so ein Plattenfußboden gemacht haben. Also, wenn wir hier drüber gehen. A place of rest where creatures sleep to calm their tempers and restore their health. Ja, ja. The hatchery. A place where creatures feed on favored food. The eggs will hatch and chickens then emerge to satisfy their appetites. Also bauen wir ein Lair. Now build. Click on the flashing tab to see the choice of rooms. Select the symbol of the bed. Then make a lair that's big enough to hold as many creatures as can be attracted through your portal. 3x5 will prove sufficient. Remember, such constructions cost you gold. Ja, also jetzt baue ich meinen ersten Raum. Im Gegensatz zu Dungeon Keeper 1 kann ich hier wenigstens die Größe des Raums gleich von Anfang an ziehen. In Dungeon Keeper 1 musste man noch jedes einzelne Feld selber bebauen. Nur mal so den Nachteil vom Vorgänger bzw. einen Vorteil vom zweiten Teil anzusprechen. So, also bauen wir ein Bedroom. Your lair is built. Now right click to cancel building mode. Ja, bevor ich das mache, hat man ja hier schön gesehen, dass sich zum einen der Fußboden verändert hat.